Next, please. Musik abseits des Mainstream. Das Forum für Newcomer mit Detlef Bayern. Ja, euch da draußen einen schönen Montagabend. Next, please ist wieder am Start. 4 Wochen ist es her. Der Start in die Arbeitswoche. Der erste Tag ist geschafft. Und ich habe euch wieder schöne, seltsame Musik mitgebracht. Ja, die erste Stunde wird richtig seltsam. Was es damit auf sich hat, natürlich nach ein paar Songs. Wie gewohnt bei Next Please durchstreifen wir wieder alle Musikrichtungen. Und so den einen oder anderen Künstler werde ich euch natürlich wieder etwas näher vorstellen. Euer Detlef Bayer wünscht euch jetzt in der nächsten einen Stunde viel Spaß hier bei OSRadio 104,8 aus dem Studio 2. Und warum es seltsam wird, wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dran. Starten heute mit einer Newcomerin, die es geschafft hat, so langsam in den Charts nach oben zu gehen. Und damit fangen wir an. Es wird Stranger. Die gute Frau heißt Sigrid. Was ganz Besonderes, ihr wisst es, ich mache solche Namen von Bands, die ausgefallen sind. Und darum sage ich es nochmal, es ist heute seltsam. Seltsam ruhig noch, aber es wird gleich laut. Okay. Next, please. Im Interview. Ja, jetzt begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio die Gruppe Seltsam. Hallo Holger, hallo Wolle. Namen Detlef. Ihr seid oder habt euch auf einen weiten Weg gemacht und es ist ja nicht um die Ecke, kurz einmal von Richtung Mainz hochzukommen. Ja. Seid ihr gut durchgekommen? Ja, wunderbar. Über die Sauerlandlinie und Hansa-Linie habe ich jetzt gelernt, laut Navi. Ihr seid ja nicht das erste Mal hier oben im Norden. Ihr wart ja in Melle gewesen, da haben wir uns kennengelernt. Ihr macht Musik, sonst wärt ihr nicht hier. Welche Richtung Musik beschreitet ihr denn? Oder wie möchtet ihr euch zumuten, das zu sagen? Ohne, dass man die Schublade aufmacht und nachher zu. Ja, das mit der Schublade. Wir haben irgendwann ja einfach mal gesagt, wir passen nicht in eine Schublade. Wir nehmen irgendwie was und machen unsere eigenen Schrank, unsere eigene Kommode. Wir nennen es Acoustic Chill Out, Singer-Songwriter meets Jazzer. Und wie lange macht ihr Musik, Wolle? Über 20 Jahre sind wir jetzt schon zusammen und ja, fing da an bei einer ganz argen Kindeslaune in einer alten Kneipe namens Der Alte Hut. Und Holger sagte, er könne ein bisschen Saxophon spielen. Tags drauf, in dieser Nacht sagten wir schon, wir müssen eine Band gründen. Dann war es Seltsam geboren und kurz danach saßen wir dann zusammen und haben dann die ersten Songs zusammengetüftelt, die dann in den letzten 3 Alben gipfelten schon und die nächste wartet schon. Und wie seid ihr überhaupt zur Musik gekommen, Holgi? Wie bist du zur Musik gekommen? Na, das Übliche halt, Blockflöte. Dann wollte ich eigentlich Trompete lernen, aber der Lehrer hat gesagt, zu dicke Lippen. Also spielt Tenorhorn, so eine kleine Tuba. Dann kam ich in so Orchester, so ganz normales dicke Backenorchester aus einem kleinen Kaff im Schwabenland. Ja, von Klarinette dann auf Saxophon und irgendwann bin ich dann weiter hängen geblieben an der Musik. Und Wolle, wie ist es bei dir gewesen? Wie bist du zur Musik gekommen? Ich habe mit 9 eine Bongo gekriegt und habe mit Bongos dann alle möglichen Schallplatten begleitet, von Bab bis sonst wem, bis zu alten Größen aus den 60ern oder so und habe die dann betrommelt, um die Nachbarn zu ärgern. Und mit 11 habe ich dann endlich eine Gitarre gespielt, nachdem ich dann 5 Federballschläger zerkratzt habe und gemeint habe, ich brauche eine Gitarre. Und dann habe ich einfach losgelegt, begonnen. Ich glaube, ein Jahr später war der erste Song da. Und dann war es eigentlich klar, ich kann nichts anderes. Das ist mein erster Job, den will ich machen und Musik machen, Musik machen. Hauptsächlich akustische Gitarre, zwischendurch mal ein bisschen Bass. Wie ist denn überhaupt der Bandname Seltsam entstanden? Das müsst ihr mir doch jetzt erklären. Also ich weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht mehr. Also früher ging es eher wohl darum, dass die Leute mal sagten, was machen die für einen seltsamen Kram. Weil in den 90ern war das jetzt nicht so üblich, dass da sich 2 zusammengehockt haben und gesagt haben, so machen wir das.
Und daraus entstand dann halt, gut, wenn die Leute uns so nennen, dann machen wir halt einen Bandnamen draus. Außerdem war zu der Zeit, glaube ich, Seltsam so ein bisschen aus der Mode gekommen. Und dachte ich, das ist ein tolles Wort. Das ist irgendwie so unförmig, das ist so wie wir, das ist wir so ungreifbar. Deshalb muss es Seltsam heißen. Und dann zwischenzeitlich gab es dann Diskussionen, ihr macht doch gar keine seltsame Musik mehr. Ja, aber wir heißen nun mal seit Jahren so. Und so entstand dann halt daraus, das ist halt so. Wir sind auch, glaube ich, inzwischen die Einzigen. Es gab eine österreichische Band, die auch mittelmäßigen Erfolg hatte. Und inzwischen haben wir mit denen auch mal Kontakt gehabt, haben uns dann teilweise sogar auf diversen Seiten plötzlich getroffen, weil plötzlich ihre CD auf unserer Streaming-Seite auftaucht und sagt, haben wir eigentlich gar nicht produziert. Ach, ihr seid das. Und ja, jetzt, wir sind halt seltsam. So, ich habe gerade gehört, oder ihr habt ja Live-Instrumente dabei, die haben wir vorhin schon gehört, so wollte ich sagen. Jetzt gibt es gleich eine Premiere und zwar einen neuen Song, der eigentlich noch gar nicht veröffentlicht ist. Richtig, der heißt Stories in the Garden. Mein Onkel kam auf mich zu und meinte, ich soll ihm ein Lied widmen. Was dann schon einerseits sehr dreist war, aber ich andererseits fand ich das auch dreist süß. Und daraus entstand dann Stories in the Garden, weil er mir da immer spannende Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Okay, dann macht euch bereit. Come around the garden.
the garden. Stories in the mit dem Einheitsbrei. Endlich gute Musik hören bei OS Radio 104,8. Die Gruppe Seltsam mit einer Weltpremiere und das bei mir in der Sendung. Ha, wie schön ist sowas denn? Holgi, wenn ihr auf Tour seid, ihr spielt ja nicht nur auf der Straße, seid ihr viel unterwegs, spielt auch viel auch Straßenmusik, seid aber auch in Clubs unterwegs. Was macht für dich, oder auch für dich, Wolle gleich, der Unterschied, wenn ihr nur auf der Straße spielt oder wenn ihr in den Club reingeht, außer dem Wetter? Also erstmal kommt es darauf an, wo wir in dem Club spielen, wie, in welchem Rahmen wir spielen. Also wenn wir jetzt so in einem Pub spielen oder in der Kneipe spielen mit Laufpublikum oder mit Gesprächen und so, dann spielen wir eher etwas unsere dynamischen Songs und auch ein bisschen eher so, ich sag mal für uns, dass wir einfach so ein bisschen mehr spielen, die Songs ein bisschen, was wir auch in Melle gemacht haben, ein bisschen mehr improvisieren, ein bisschen mehr ausschweifen spielen, eher so ein bisschen im Hintergrund, zumindest war das in Melle so. Wenn wir jetzt in einem Club spielen, wo ich sag mal, bestuhlt ist oder wo die Leute kommen zum Hinsetzen und Hinhören, dann spielen wir schon eher die ruhigeren, die intensiveren Songs und auch so fürs Publikum. Da ist das Ganze noch ein bisschen mehr kompakter. Da wird nicht so viel gedudelt, was ich gerne mache, sondern eher so auf den Punkt gespielt. Möchtest du was dazu sagen? Ich möchte auch was. Ja, nein, ich möchte. Ja, du sprachst die Straßenmusik an. Die Straßenmusik ist bei uns eigentlich nur hin und wieder. Wir waren auf diversen kleinen Festivals, wo so Straßenfestivals sind, wo wir aber dann doch, ja, wie auf der Bühne spielen. Aber dazu kommt was anderes, wenn wir unterwegs sind. Wir finden manchmal auch außergewöhnliche Plätze. Da kommt dann unser Name dann auch so durch. Wir haben auch schon mal eine Probe mitten im Wald gemacht und haben die ganze Zeit darüber philosophiert, obwohl die Technik damals noch nicht so weit war. Jetzt ein Livestream im Wald und so weiter. Also das ist so dann auch unterwegs oder in Höhlen oder an Steinen oder in einem absolut eigenartigen Raum, der akustisch aber sehr viel hergibt. Ich träume von einer Jurte vielleicht mal oder sowas oder wer weiß, oder am Strand, das ist das ja schön. Ja, sowas passiert immer mal, also so privat passiert uns das regelmäßig, auch ins Wohnzimmer zu fallen, oder Wohnzimmerkonzerte sind in den letzten Jahren ja sehr spannend geworden. Haben wir vorher schon mal gemacht, damit haben wir, glaube ich, ziemlich begonnen. Mhm. Haben auch teilweise damals noch gecovert, aber inzwischen halt ja nur eigene Sachen, und es ist sehr gemütlich und schön, das wieder zu erleben, überall in der Welt einfach zu spielen, um vielleicht auch noch ein bisschen auf Heimat zu kommen. Heimat ist nämlich für mich, deshalb habe ich das so beschrieben, nicht ein bestimmter Ort, sondern der Ort, wo der ist, wo die Menschen sind, die ich lieb habe. Und das kann überall sein. Kommen dadurch dann auch deine Inspirationen für die neuen Songs, dass ihr viele Eindrücke von den Touren mitnehmt, dass euch da was über den Weg läuft? Das ergänzt das. Also oft sind es ja kleine Geschichten aus dem Alltag, die aber den Hintergrund erzählen von einer Geschichte. In dem Fall jetzt, das, was wir gerade live gemacht haben, Stories in the Garden, einfach diese süße Situation, wie er mir da sein Leben erzählt, und gleichzeitig werkelt er in seinem Garten herum und ist sehr zufrieden mit dem, was ist.
und das rüberzubringen, dass das die eigentliche Geschichte ist. Oder aber auch unterwegs Menschen zu treffen, die eine Geschichte erzählen und sagen, Mensch, das ist ein Feeling, das ist ein Gefühl, was alle kennen. Und das will ich weitertragen. Auf der ersten offiziellen CD ist auch so ein Song, Suitcase Schiff wurde plötzlich, war so ein Familiensong von einer befreundeten Familie und plötzlich war ich adoptiert und die kommen aus der Gegend von Hamburg ins Stade, Shanty-Sänger und sonst was und der nimmt mich in den Arm und sagt, so, jetzt gehörst du zur Familie, bist auch Norddeutscher. Ja, so wie das Leben spielt und so kann man das dann auch mit kleineren Sachen praktisch niederschreiben, ne? Und das, genau, finde ich, ist ja in der heutigen Zeit bei der Musik eigentlich nicht so. Die Leute hören nur den Refrain, finden, das geht ins Ohr und schon ist der Song geboren. Ihr, sag ich mal, ihr als Sing- und Songwriter erzählt ja praktisch Geschichten. Ja. Und die Geschichten muss man von Anfang bis Ende hören. Aber in der heutigen Zeit hat kaum noch einer Zeit, die Geschichten zu Ende zu hören. Das ist so traurig, oder? Ja, das ist traurig, aber wir haben uns da so ein bisschen arrangiert auch, weil wir das so ein bisschen doppelbödig spielen. Deswegen, Holger hat schon erwähnt, dass wir auch manchmal mehr Hintergrundmusik machen und dann aber trotzdem vielleicht die Geschichte oder den Text erzählen und damit dann die Leute trotzdem auf so eine Reise bringen und sagen, hey, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch zurücklehnen. Deshalb die Art von Chill-Out-Musik, wo wir gesagt haben, okay, da kann man uns ein bisschen dran anfreunden zu sagen, das ist so ein bisschen unser Stil. Aber es ist es nicht nur, sondern legt euch zurück, habt Spaß bei der Musik und wenn ihr mehr wollt, könnt ihr den Text auch unter Umständen nachlesen oder ihr lauscht einfach, was er versteht. Ja, ihr seid ja schon, wenn man das so sagen will, alte Hasen der Musikgeschichte. Jetzt mal, nur mal ganz ehrlich, Next Please ist ja auch ein Forum für Newcomer. Was könnt ihr denn den Newcomern mit eurer Erfahrung auf den Weg geben, die im Bereich Sing- und Songwriter unterwegs sind? Seid wahrhaftig und ehrlich. Also versucht das, was ihr fühlt und denkt, umzusetzen, auszusprechen und das auch ehrlich auf der Bühne zu bringen, dass das ist nämlich das, was Musik ausmacht. Das ist Gefühl, es ist Tiefe, es ist Berühren. Das ist das, was wir auch mit unserer Musik wollen und das, was ich eigentlich jedem zurufe, der in irgendeiner Form was aktiv macht, ob Musik oder Kunst oder schreibt, macht das wahrhaftig. Weil das ist das, was die Leute überzeugt, weil das ist das auch, was oft in unserer heutigen Zeit fehlt, durch diese viele große, ja, Oberflächlichkeit. Ja, durch die Oberflächlichkeit, dann ist es alles so gleichförmig. Das ist so, ja, sei einfach du selbst, mach das, was du bist. Ich bemühe mal das Authentizitätswort. Es darf Kanten haben. So, jetzt machen wir natürlich wieder Musik von euch und passend zur Jahreszeit habe ich mir einen Song ausgesucht. Wir hatten eben schon drüber gesprochen. Wer möchte ansagen? Ich mach's gerne. Freeze Over ist zwar in der aktuellen Lage, könnte es sein, aber es meint einfach die schönen Gefühle des Lebens einfrieren und dann, wenn es einem nicht so gut geht, sie wieder auftaut und sich dran zu erlaben. Just fell and unfurled slow.
dance and serve through the night. Can't stop, oh, clothe each other so softly, so fragile, like glass. Montagabend hier bei Ostradio 4,8 im Interview. Immer noch die Gruppe Seltsam. Wir hatten kurz eben in der Musikpause drüber gesprochen. Ihr macht ja viel auf Englisch und einige Songs sind ja auch auf Deutsch. Habt ihr generell gesagt, wir schreiben nur auf Englisch oder wir machen nur Deutsch, oder soll es eigentlich beides bleiben? Es soll beides bleiben, weil ich denke, einige Songs wollen so oder so geschrieben werden. Und die zwei Lieder, auf die du ansprichst, die haben halt auch aufgrund unserer ländlichen Geschichte, haben sie einfach mit der Sprache auch zu tun, dass es Heimat ist. Und das andere ist, was wir jetzt nicht gespielt haben, Wundermädchen, da kann man aber nachforschen. Das Heimat ist, habe ich also erklärt. Und das ist halt einfach das, wo wir viele Deutsche auch dran arbeiten und uns und auch dran abarbeiten und auch reiben, wie ich das heute bei Heinz-Rudolf Kunze hörte, Deutschland, Deutschland. Und dieses Wort, wir reiben uns dran, das hat mir sehr gefallen. Und das andere, Wundermädchen, auch eine sehr wichtige Geschichte, musste deutsch sein, obwohl es schon englisch geschrieben war. Es ist ein Lied für meine Oma und sie gehört im Grunde zur Generation der Trümmerfrauen. Und ich habe beschlossen, sie sind die Frauen, die es eigentlich dazu gebracht haben, dass wir die Wunderjahre hatten. Und daraufhin das Wirtschaftswunder begründet auf die Trümmerfrauen. Und deshalb sollten wir sie stattdessen Wundermädchen nennen. Sehr, sehr weise. Die Covers, muss ich auch mal drauf zurückkommen, die sind ja in meinen Augen, schade, dass wir unsere Webcam nicht mehr haben. Wie soll ich sagen, also wirklich famos. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel mit Full Dimension of the Life anschaue, also auch das Innencover. Ja, wie ist man auf diese Idee gekommen? Oder wer hatte die von euch? Das Fahrrad habe ich in der Bretagne gefunden vor einem ganz, ganz leckeren Crepe-Stand. Das Wasser ist sowieso so eine fließende Sache. Unsere Musik ist fließend. Bei der anderen CD, die hat viel mit Eis und Schnee zu tun. Vor irgendwelchen CDs beschäftige ich mich immer gerne mit alten Kulturen. Und so entstehen immer wieder so Fragen. Bei der letzten waren es dann die Inuits. Im Moment beschäftige, oder ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit den Polynesiern beschäftigt. Ich paddel gerne. Das lag dann natürlich nahe, mal da hinzuschauen. Und daraus entstanden natürlich sowas auch wie die Innenseite mit den Polarlichtern oder solche Sachen. Sehr ascharche Dinge. Fragen, alle Fragen, Holgi. Was hört ihr denn privat für Musik? Ja, fang du jetzt mal an. Fang ich mal an. Okay, was höre ich privat für Musik? Könnte ich jetzt meine Frau fragen oder meine Kinder oder so? Aber ich höre eigentlich... Kein Telefonjoker. Ich höre sehr gern französischen frei improvisierten Jazz. Ich höre sehr gern Reinhard May. Ich höre aber auch gern, beziehungsweise gehe auch gern auf Metalcore-Konzerte. Und Björk. Kannst du dich noch daran erinnern? Mein Kollege fragt das immer und ich eigentlich auch ganz gerne. Von deinem ersten Taschengeld, was du hattest, ja? Kannst du dich daran erinnern, welche Schallplatte, vielleicht Schallplatte oder CD du dir davon gekauft hast, von deinem eigenen Geld? Es war Kiss, Kassette, Unmasked. Die habe ich noch. Sehr schön. Wolle, wie sieht's bei dir aus?
John Lennon mit Yoko Ono. Die blaue mit der weißen Wolke. Ja, das ist auch eine schöne Scheibe. Ja. Live, wo kann man euch sehen? Natürlich morgen Abend im Zauber von Oz, Dammstraße 2. Und die Uhrzeit eigentlich da, wo wir gleich natürlich aufhören, ab 21 Uhr. Es sind noch Tickets da, also der Vorgeschmack ist gegeben. Wir werden euch jetzt nochmal live hören. Ja. Und wo kann man euch denn im Netz finden? Unter www.seltsam-music.de. Und natürlich dann auch bei Facebook. Facebook, Spotify, Bandcamp, die üblichen. Die üblichen Verdächtigen. Und da sind natürlich dann auch eure Schallplatten abgebildet. Und wenn einer da Interesse dran hat, oder auch morgen, kann man sich natürlich dann bei euch melden. Und dann kann man sich die auch garantiert zulegen. Die Alben bekommt man nur bei uns. Alles andere kommt man auch übers Netz. Okay. So, dann an die Geräte, fertig, los. Me and my music. Warum wir Musiker Musik machen. Talk about my
Ja, das war die Gruppe Seltsam. Das war's auch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid. Wir bedanken uns, dass wir da sein durften. Dafür nicht. Ich hoffe, wenn das neue Album steht, dass wir im Kontakt bleiben. Und dann stelle ich es natürlich gerne hier bei Next Please wieder vor. Gerne. Oh, ja. So, zum Abschluss. Nein, das habe ich auch noch. gmx.net